MyVelo, ein Gravelbike Carbon mit High-End-Ausstattung, der GRX mit drauf, demnächst mit elektronischer Schaltung, noch nicht jetzt mit Seilzugschaltung. Das gibt es offiziell auf dem Markt noch nicht, oder? Das Fahrrad? Das Fahrrad ist noch nicht gelauncht. Ne? Da sind wir jetzt gerade in der heißen Phase, Entwicklung abgeschlossen und kurz vor der ersten Serienproduktion. Du bist da? Ich bin der Fabian, einer der beiden Gründer von MyVelo. Und der da? Das ist der Vince. Der Vincent, ja. Gehört irgendwie dazu. Gehört irgendwie dazu, ja. Das ist eure Heimat, gell? Das heißt, Gravel fahren, das macht euch Spaß. Das macht uns Laune. Also wir, der Vincent und ich, kennen uns schon seit über 20 Jahren, sind beste Freunde, haben gemeinsam über 10 Jahre im Rennsattel gesessen, haben Wettkämpfe bestritten und haben dann aus der Passion raus auch MyVelo gegründet. Und das Gravelbike hier, das Modirolo, ist wirklich das erste Bike zurück zu den Wurzeln, wo wir angefangen haben auf dem Rennrad, und da steckt ganz, ganz viel Herzblut mit drin. So, das kommt dann später auch sogar mit Lenkerband. Das ist noch so frisch, ist noch kein Lenkerband drauf, aber das spielt auch keine Rolle. Der Rahmen, da habt ihr viel ausprobiert. Es heißt Mortirolo. Sehr interessanter Name. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ist ein italienischer Alpenpass, seinerzeit ganz oft beim Giro d'Italia auch nur auf Schotter bestritten und dementsprechend auch passend dazu hier als Gravelbike. Genau, wenn du mal gerade ein bisschen näher zu mir kommst, dann kann man dich sogar hören. Tubeless? Nein, da haben wir einen Schlauch mit drin. Gut, ist aber ready, oder? Ist ready, ja, genau. Kann dann auch wahlweise mit Carbonfelgen natürlich bestellt werden, in der Clincher-Variante. Wenn du mir mal gerade einen Gefallen machst, es mal runternimmst und mal einen Schatten stellst, weil es säuft mir komplett am Hintergrund ab. Aber wir zeigen es mal, wir werden es mal richtig mal zeigen. Es ist ein richtiger Hingucker. Ihr habt das in dunkelblau Metallic gewählt mit Silbermetallic. Die Optik, ganz wichtig für viele, oder? Ja, das war schon immer das Steckenpferd von Vince und mir, dass die Optik der Räder, die müssen einfach ausgefeilt und cool sein, durchdacht. Auch hier nochmal abgesetzt mit der zweiten Farbe hier innen. Das gleiche passiert hinten an der Kettenstrebe. Das ist viel Liebe zum Detail. Gibt es überhaupt noch einen Flex bei denen? Bitte? Ein Flex, ist da irgendwas, was noch ein bisschen federt? Ach so, ja gut, einfach Carbon als solches ist tatsächlich so ein bisschen auch vom Komfort her ziemlich gut zu fahren. Also das fühlt sich auch gut an, auch insbesondere mit den Reifen im Wald, im Gelände. Das kommt gut, ja. So. Gravel, klär mich mal auf. Das heißt, du fährst Rennrad zum Beispiel im Wald? Genau, ich bin mit dem Rennrad unterwegs, habe aber wirklich die Vorzüge von einem Trekkingbike, von einem Crossrad. Also es kommt ja ursprünglich vom Cyclocross, ganz, ganz bekannt in Belgien und in Holland. Und dementsprechend auch dort mit den Cyclocross-Rennen bekannt geworden, die Typ-Fahrrad. Und jetzt hat eben auch ganz stark in den Staaten, in den United States, am Hypen und kommt immer mehr bei uns und hat auch wirklich extrem viel Angriffsfläche für den Hobbybereich. So, die GRX mit drauf, das ist die Schaltung für Gravelbikes? Absolut, klar. Shimano hat da wirklich, wie man sie kennt, im Fahrradbereich wieder einen rausgehauen und habe extra für den Einsatzzweck eine Rennradschaltung entwickelt, die ich eigentlich Offroad sehr gut verwenden kann und den Ansprüchen genügt. Ja, dann Scheibenbremsen, das kommt ja immer mehr im Rennradbereich auch. Ja, hat mittlerweile wirklich Einzug gehalten, hat ein paar Jahre gedauert, aber mittlerweile auch wirklich nicht mehr wegzudenken im Rennradbereich. Ja, dann lass mal kurz ein bisschen gucken. Ich habe jetzt vom Gravel keine Ahnung. Was mir auffällt, ist die Sattelstütze, die wie aus einem Guss, die ist auch aus Carbon. Genau, ist auch aus Carbon. Die Gabel auch voll Carbon, auch der Gabelschaft ist voll Carbon. Hier geht es natürlich auch beim Rennradfahren immer ein bisschen ums Gewicht, an dem man ja, an dem einen oder anderen Gramm feilscht, und dementsprechend auch aus Carbon. Ja. So, hier vorne, ganz spannend, das Thema Lenker. Da ist so ein goldener Aufkleber drauf. Was ist das für ein Lenker? Ritchie? Ja, genau. Das ist ein Ritchie BCS. Das Material, das ist echt cool. Das haben wir zu seiner Zeit schon auch bei uns an den Rennrädern drauf gehabt. Und das wollten wir jetzt hier auch einfach mal wieder drauf schrauben. So schließt sich auch der Kreis. Es sieht gut aus, es funktioniert gut, es ist leicht. Und irgendwie mag meine Kamera mag euren Hintergrund nicht. Ist irgendwie, wenn ich versuche, die Schärfe zu ziehen. Ich will nämlich diesen goldenen Aufkleber treffen. Den mag er nicht. Nee. Lass mal kurz schauen. Das funktioniert.
ist auch das letzte Video heute, muss ich sagen. Und das Ding habt ihr eben ausgepackt, das habt ihr mir gar nicht erzählt, dass ihr das schon habt. Ihr wollt es erst gar nicht filmen, weil es ist noch nicht ganz fertig. Es wird wann auf den Markt kommen, nächsten 14 Tagen? Noch nicht ganz, wir brauchen noch ein bisschen Vorlauf. Wir haben jetzt noch kein richtiges Datum für den Launch. Aber so viel sei gesagt, wir arbeiten parallel auch an einem Rennrad, das mindestens genauso geil sein wird wie hier das Gravelbike. Und da wird in dem Bereich einiges noch von MyVelo kommen. Wenn es mal umdrehst, um 180 Grad in die eigene Achse und einmal mit ausgestrecktem Arm, vielleicht ohne Ständer, mal hochhebst im Anschluss. Genau, wenn du dich mal gerade dahinter stellst, dann sieht man dich am besten. Ich mach mal den super Weitwinkel drauf. Macht man das ja dann eigentlich, wenn man die Mitte findet, so mit einem Finger, dass man da wirklich sieht. Ein Leichtgewicht, ja. Das Gewicht? Um die 8 Kilo rum, ja. Ohne Pedale? Ja, ohne Pedale natürlich, ja. 8 Kilo und was hier sieht man... echt cool ist, wir haben hier schon die Gabel ready for Bikepacking. Also ich kann auch hier trotzdem noch einen Frontgepäckträger dran schrauben. Ich kann eine Tasche dran schrauben. Ich kann hinten einen Gepäckträger dran machen, wenn ich das möchte. Man sieht sie kaum, aber es ist einfach da und ich kann es einsetzen, wenn es entsprechend gewünscht ist. Theoretisch gehen sogar Schutzbleche dran, ebenso wie Fabian gesagt hat. Viele nutzen das Rad wirklich auch zum Bikepacken und klar, da hast du vielleicht gerne nochmal eine Vollausstattung mit Schutzblechen dran. Das ist natürlich schön. Du kannst auch direkt zwei Flaschen oder Schlösser kannst du dran machen direkt. Das ist vorgesehen. Wunderbar zum Pendeln. Wenn ich jetzt 20, 25, 30 Kilometer zur Arbeit habe, dann hole ich mir ein Gravelbike. Ich fahre dort den Shortcut über die Feldwege. Ich habe dann entsprechend mein Schutzblech dran, wird nicht dreckig. Und habe eben mit einem Gepäckträger auch entsprechend viele Möglichkeiten für Aktenkoffer. Ist hier, sind Sie dort am Schreien beim Einführen der Züge oder geht's? Gut, das machen wir. Das passt. Aber das ist easy going. Ja, das geht. Ja, tatsächlich geht es. Ich kenne das ja. Es gibt ja dann Leute, die holen sich Kabelbinder, so wie ich. Machen sie aus, wenn sie keinen Bock mehr haben. Ja, Gravel, die Laufradgröße? Das ist ein klassisches 28 Zoll Rad. Wie eh und je. Genau. So, beschreib mal kurz für Leute, die das noch nie gesehen haben. Wir haben ja viele. Das ist Bremse und Schaltung in einem. Ganz genau. Also wir haben hier ein Brems- und Schaltgriff in einem, heißt, ich ziehe die Bremse hier, schalte hier mit dem kleinen Hebel runter, das heißt in den schwereren Gang und hier dementsprechend wieder ganz hoch. Ist jetzt bei der mechanischen Schaltung noch so, bei der elektrischen ist es dann noch einfacher, da habe ich nur zwei Taster hier zum Hoch- und Runterschalten, dann passiert alles automatisch elektrisch. MyVelo, ihr seid ein ganz großer Versandhändler, eigentlich für eine ganz andere Kategorie. Das hier ist eher so eine Geschichte, die habt euch mal gegönnt, weil da werdet ihr wahrscheinlich keine 100.000 verkaufen. Vielleicht doch? Ja, wahrscheinlich doch. Also wir sind eben schon ganz, ganz etabliert im Klappradbereich, im MTB-Bereich. Und das ist aber tatsächlich auch... Die Zielgruppe auch, ist auch eine andere, oder? Das ist eine andere Zielgruppe, aber das haben andere Marken schon bewiesen, dass das alles in einem Haus abgebildet werden. Cube macht das gut und Canyon macht das auch gut. Ja, also, ihr habt ja ungefähr die gleiche Fertigungskapazität wie Cube, oder? Ja, genau. Nee, ihr seid klein, aber fein. Auch hier Rahmen, das ist alles handausgewählt. Da kann man ja nicht einfach so jetzt in den Baukasten greifen und sagen, ich hätte gerne den Rahmen, den habt ihr selber entwickelt? Das ist viel selbst konfiguriert, ganz genau. Da steckt auch viel Wissen vom Vince und von mir mit dabei, das wir in den 10 Jahren aktiven Radrenntagen gesammelt haben und vereinen jetzt halt eben so ein bisschen das Know-how in einem klassischen Gravel und später dann auch im Rennrad. So, geht drauf, myvelo.de, das Ganze versandkostenfrei. Preis habe ich euch eben gefragt, da wart ihr sehr unsicher. Da habt ihr gesagt, so zwischen 3.500 und 4.000 Euro wird es kosten. Und damit liegt es natürlich extrem gut im Preis, weil du mir erzählt hast, also von der Qualität, die hier verbaut wurde, könnt ihr mit den Großen mithalten. Definitiv. Wir haben ja richtig eine komplette GRX-Schaltgruppe dran mit hydraulischen Bremsen. Entsprechend wahlweise als Mono oder dann als Zweifach vorne wird beides angeboten. Und ansonsten haben wir einen extrem hochwertigen Carbonrahmen. 8 Kilo, muss man auch sagen. Also es ist ja schon eine Ansage, oder? Das ist eine Ansage, ja, definitiv. So, jetzt habe ich hier vorne ja natürlich die 8 keinen... 8 Kilo, die erreicht man dann insbesondere mit den Vollcarbon-Laufrädern. So, wenn du mal hochhebst mit dem einen Finger, das wird hier in die Geschichte des Ortes Oberkirch, genau. Oberkirch eingehen, der mit einem Finger ein Fahrrad hebte. So, mach mal so eine Stunde. Ja, sind der Finger müde. So, vielen Dank fürs Einschalten. 11. Juni 2022. Sneak Preview auf etwas, was demnächst kommt bei MyVelo. Das Mortirolo, ein Gebirgspass.
In Italien. Italien. Danke. Tschüss euch beiden.